Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle in den Ultramapper. Ja, 2K23. Ja, ja, ich vergesse das immer, weil ich Frühling und Frühling spiele. Hier von Map of the Year Kalle, ne, 23. Sagen wir, wie es ist. Ne? Muss man ja auch mal betonen. Mapper of the Year, Kalle. Die liebe Kalle, ne? Jetzt schon mehr für diesen Kanal getan wie sonst was. Da kann man gar nicht Danke genug sagen, immer wieder, ne? So, geschwordet habe ich, ne? Ich wollte eben Maschinchen hier kurz abpüsteln. Weil ich mir auch noch nicht sicher bin, wo ich den hinstelle. Ich kann ja eigentlich nur hier hin, ne? Sagen wir, wie es ist. Wie Zeit für ein Hältchen oder so. Dass wir das irgendwie nur auf den Hof irgendwo hinbauen. Gewicht. Das Schlimme ist, wir können es ja nicht alle auf den Hof stellen, ne? Weil wir haben da ja auch so einen Verdreckvermarktungshof. Da kannst du ja auch nicht alle drüpp stauen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wo kommt denn jetzt die Gewichte hin? Doch hier ist auf dem Hof? Hoffentlich hat der Helga mal die Schubkarre weggeräumt, du. Oh nee, kein Platz mehr. Heute, ach, ist zu der Laden. Hat aber früh zugemacht heute, wer? Guck mal, das erste Mal ist der Hofladen zu. Wir können arbeiten. Wir haben keinen Stress jetzt. Was machst du da? Schön hier eine Tür randrücken. Häng mal ab den Hobel. Machen wir das Gewicht vorne wieder dran. Jetzt geht's mir besser. Oh, Kalle ist immer noch in den Laden. Die putzt wohl schon die gerade. Weil wegen musste ja nach der getornen Arbeit, ja. Auch mal ein Pützerchen machen, ne? Ist ganz wichtig. Laut Adam Riese brauchen wir diese Taste. Weil wir müssen ja auch mal raushüpfen. Sekundasche. So, stellen wir den eben an der Seite. So ratzi-fatzi. Upsi. Bin Mittagessen. Sag guten Tag. Schickram. Wir brauchen noch so ein Milchmoped, ne? Habe ich überhaupt sowas im Mod-Ordner? Hier, wir brauchen so ein Ding hier. Sowas. Wie sicher mit GPS? Ist so ganz logisch. Kaufen. Müssen wir dann nachher noch abholen, ne? Da haben wir jetzt gar nicht so Zeit für, ne? Sanne, der war aber auch heute wieder fleißig, du. Keine Milch und schon Käse. Kalle, Kalle, Kalle. Der ist aber gerade nicht da, ne? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ach, mit dem Safe Game, ja, Leute, dann. Schwieriges Thema, mit dem Safe Game euch das zur Verfügung zu stellen, ne? Dann müsstet ihr praktisch meinen ganzen Mod-Ordner haben, ne? Weil ich nicht da immer so alles auseinanderpoolen kann, das ist gar nicht so einfach. Aber normal. Ja, einfach mal hinsetzen und genauso machen. So schwierig ist das gar nicht. Nichts passiert. Hast du nicht was vergessen, Svenny? Wolltest du da nicht was mitnehmen oder so? Vorher nur so für einen Freund, ne? Einiges Blende. Schlimmer darf es nicht mehr werden, ne? Ganz ehrlich.
Der Abflug. Muss mich immer noch an die neue Wegführung gewöhnen, ne? Also 500, über 500 Folgen fährst du total anders. Jetzt kannst du hier so mal eben hier fix lang, da fix lang, ne? Bin ich mir noch nicht so ganz drauf dran. Wieso blinken wir eigentlich? Was ist das denn? Dran gewöhnt. Kann auch eben hier auf der Wiese drauf heizen, ne? Guck mal, da ist sogar eine Einfahrt. We need some Silage. Oh, ich hab gar kein Siliermittel eingefüllt. Das ist doof, da müssen wir eben zum Händler. Sackgummische. Alles habe ich gemerkt, aber das nicht, ne? Halt mir eben an, bestell schon mal eine vor. Mit Palettchen. Oh. Silliermittel. Kufen. Danke. Oh, ich muss auch flügen, ne? Aber wann? So, fahren wir ihn zum Händler, ne? Eben ist gut, wir müssen über die Kreuzung des Todes. Deswegen wird das nicht so einfach. Aber kriegen wir hin, ne? Guck mal. Fast richtig gefahren. Jetzt kommt Kanonenbienenpflücker. Gut, hat der Händler da direkt hier hingestellt. Da können wir nämlich irgendwas reinschmeißen hier. Machen die Bude eben voll. Richten den Bord in der Zeit. Weißt du, der braucht auch ja tägliche Pflege hier und da, ne? Echt schlimmer darf es nicht mehr werden. Ne? Abflug. Jetzt könnten wir auch ein bisschen Gras einsammeln. Opel vergesslich. Ach nee, ist gar nicht Opel vergesslich. Guck mal, wenn der zum Friseur geht, der kriegt auch nur so einen Top drauf. Dann wird er eben drum geschoren und dann läuft der Laden. Siehst du das? Siehst du das? Guck dich das an. Oder eine Bratpfanne, weil die ist kleiner. Passt dann besser vom Deckel da oben. So, hängen es. Kalle kommt später vor, aber ich fütter euch. Wir haben gerade Rack. So ein Futtermittel rankarren hier. Ganz wichtig. Wenn dann mal fertig wird. Gut, dass wir nur so einen Lüttenladewagen haben. Druck! Der passt perfekt auf die Frühling, dieser kleine Ladewagen dahinter, ne? Hat auch nicht so großes Füllvolumen. Passt nur knapp 50 rein, ne? Da die Wege hier so weit sind, dann brauchst du schon mal so einen Wagen, ne? Sagen wir, wie es ist. Ja, mit dem Schwad hat er aber auch zu tun, du. Und noch dicker darfst du die Schwad nicht machen. Ich sehe auch gar nichts. Gar nicht so einfach, ne? Na, lauf.
Ehrlich. Schnacki. Schnacki um Bord. Aber dann bräuchten wir den Straubmann Titan oder wie ist, was ich hätte. Titan. Was hat alle rein? Glaubt man nicht. Bi 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 bi. Guck mal, läuft. Ist die Silage gleich drinne? 47.000 Liter kann man die Kühe unterfüttern. Wir haben einen Born nicht knapp mit ihm und unseren Futtermitteln, du. Ja, da kommen wir nicht rum, wa? Oh, guck mal, wie gelenkig der ist. Wendig. Gelenkig. Wendig. Schicki Freunde. Wenn wir das aber auch gleich erledigt, dann eben fix die Presse hintergebunden, ne? Wir müssen neu pressen. Und dann schwinge ich mich mal noch ein Viertelstündchen auf den Flug, weh. Vielleicht kriege ich die Ecke dann auch fertig geflügt. Sag mal, ne, wir haben da Mist drauf gestreut, ne? Ja. Aber gekalkt habe ich noch nicht alles. Irgendwie tut der Bügel meiner Brille in letzter Zeit mir ziemlich stark hinters Ohr drücken, ne? Ich weiß nicht warum. Hätte ich schon auseinandergebogen. Ich habe da schon so eine Kugel. Schickram. Wie gesagt, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist immer. Salat und Tomaten, ja, machen wir alles rein, ist ja egal. Aktivieren. Gib mal Gosse. Wir hätten den Schlepper da im Weg gestellt von euch, sag mal. Ach, guck mal, Uwe, ich spiel mit der Ente. Siehst du das? Uwe ist ja ein Feind für dich, ne? Spielt er mit der Ente? Wir können doch vielleicht so rausfahren. Nee, lass mal lieber. Das geht nicht gut. Ach, hier kannst du ja gar nicht mehr rumfahren. Ich vergesse es immer wieder, ne? Ja. Da lang? Gas geben, ne? Machen wir jetzt die andere Wiese. Zumindest fangen wir das schon mal mit an, ne? Laut Adam Riese sollte noch ein Stroh rauskommen. Ich bin mir aber dann nicht so sicher. Ohne Kasala geben wir am Eule. Nimmt die alles mit? Fast alles, ne? Muss ja auch ziemlich passiv fahren, ne? Schwaben sind zu groß. Schickram.
wahrscheinlich nochmal nacharbeiten müssen, du. Nützt nix. Ich hab dich zu groß gemacht. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!